Vorhin stand ich in der Küche und begann zu kochen und fühlte so einen tiefen Frieden in mir. Und dann war plötzlich der Gedanke da, ich will diesen Frieden nicht mehr loswerden. Und da war ich so ein bisschen überrascht über diesen Gedanken. Denn ich musste denken an das Kapitel Hindernisse vor dem Frieden. Das erste Hindernis ist ja der Wunsch, den Frieden loszuwerden. Und das ist ja wirklich unglaublich eigentlich. Also man kann das eigentlich gar nicht glauben, dass man den Wunsch haben kann, Frieden loszuwerden. Ich erfahre das, ich habe dann darüber nachgesinnt und habe dann gedacht, ich erfahre das eher so, dass wenn ja, dass einfach eine Versuchung zu mir kommt in Form eines Gedankens, dass die Welt irgendetwas mir da anbietet, irgendwie, und ich gewisse Gedanken darüber habe, das beurteile und dann den Frieden dadurch loswerde, dass ich da drauf springe sozusagen, dass ich das ernst nehme und dass ich mir das aneigne, dass ich darin investiere. Und das bedeutet ja, dass ich in dem Moment den Frieden loswerde, weil ich es vorziehe, weil ich dem anderen dieser Störung, diesem Störungsfaktor eine solche Bedeutung gebe, dadurch, dass ich ihn tatsächlich ernst nehme und wahr mache und dann tatsächlich loswerden will. Ne? Also ich will es eigentlich wieder loswerden, weil ich denke, es stört meinen Frieden. Also muss ich jetzt etwas tun damit, damit es wieder weggeht. Und dadurch genau ist ja dann mein Frieden weg. Also im Grunde ist ja der Frieden nicht weg dadurch, dass irgendein Störfaktor auf mich zukommt. Also der Störfaktor an sich hätte ja gar keine Macht. Es bin ja ich, die in dem Moment entscheidet, wie ich das einordnen will. Ne? Das heißt, ich entscheide, es als wichtiger einzuordnen wie den Frieden, den ich gerade habe. Ich entscheide, dass das mehr Macht hat oder dass es überhaupt eine Macht hat über mich, dass es die Macht hat, mir den Frieden wegzunehmen. Das ist eigentlich meine Entscheidung. Und das läuft oft unbewusst und ruckzuck, also ganz, ganz schnell ab. So schnell, dass ich gar nicht merke, dass ich es gar nicht merke. Und flutsch ist der Frieden weg. Und das will ich nicht mehr. Ich will das einfach nicht mehr. Und es erfordert so eine unglaubliche Wachsamkeit und Hingabe, Entschiedenheit, eine Entschiedenheit auch. Ich will das einfach nicht mehr für mich. Ja, ich will den Frieden. Ein ruhiger Geist ist keine kleine Gabe. Nein, es ist tatsächlich die größte Gabe. Ein ruhiger Geist, der ist in Frieden. Das ist das, was ich wirklich will. Und ich kann durch nichts verletzt werden als durch meine Gedanken. Also ein Störfaktor kommt auf mich zu.
Wie bewerte ich diesen Störfaktor? Wie ordne ich ihn ein? Und da sehe ich eben, dass ich ganz oft das gar nicht, also wie gar keine Chance habe. Und schon bin ich da wieder draufgesprungen auf diesen Störfaktor und will damit was tun. Und ich bitte da um Hilfe, dass da mehr, dass ich da noch besser zurücktreten kann, wachsamer werde, noch wachsamer, wie ich eh schon bin. Dass ich den Störfaktoren die Bedeutung entziehe, indem ich vergebend darauf schaue, indem ich direkt die Illusion durchschaue. Erstmal zurücktreten, erstmal vergeben und dann verstehen. Erst vergeben, erst mit dem Heiligen Geist drauf schauen und dann schauen, was gibt es zu tun. Vielleicht gibt es gar nichts zu tun, sondern einfach nur abzuwarten. Und in still den Störfaktor vergehen zu lassen. Vor ein paar Tagen las ich im Kurs die Wahrheit hier auf dieser Erde, in der Welt anzunehmen. Die Wahrheit anzunehmen ist das Äquivalent zum erschaffenen Himmel. Die Wahrheit hier anzunehmen. Und das ist wirklich, oh Menschenskinder, das ist alles, worum es geht. Es geht wirklich darum, die Wahrheit anzunehmen. Und das ist unser Lernen, das ist unsere Ausbildung. Wir werden dazu ausgebildet, die Wahrheit anzunehmen. Das ist unsere Ausbildung als Wunderwirkende. Die Wahrheit annehmen, die Sühne annehmen. Die Trennung ist nicht geschehen und die Wahrheit ist hier und jetzt da. Sie ist immer, 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 immer ist sie hier und jetzt. Sie ist nicht morgen und nicht gestern, sie ist jetzt. Und das bin ich so unendlich dankbar. Unendlich dankbar, dass ich das lerne. Und ich lerne es mit dir gemeinsam. Danke, danke dafür. Danke.